Wir befinden uns hier im städtischen Freibad Traunreuth. Heute möchte uns Herr Schanowski vom Freibad die täglichen Arbeiten näher erläutern, die vor dem Schwimmbadbetrieb alle anfallen. Hallo Herr Schanowski, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir freuen uns, dass Sie uns kurz rumführen und uns die Tätigkeiten erklären. Sehr gerne. Wir gehen jetzt in die Technik, wo sich unsere Filter, Umwälzpumpen, Marmorkisttürme befinden. Jetzt schauen wir uns die Pumpenreinigung an. Die machen wir wöchentlich dreimal. Wir haben jetzt praktisch die Pumpe, müssen wir ausschalten. Die trennen wir praktisch vom Netz, machen die Schieber zu, dass die Pumpe dann drucklos wird. Dass wir dann entleeren wir diese Pumpe, machen diese Verschraubung vorne auf und dann zieht man diese Filter raus. Die anderen Filter, die reinigt der Kollege schon am nächsten Tag, also morgen früh, werden die gereinigt, dann sind die trocken und dann lassen die sich besser abbürsteln. Okay? Kann man das besser sauber machen. Dann stehen schon wieder vier sauber da für den Kollegen, der mal zwischendurch reinigen muss. Den Marmorkies brauchen wir zur Stabilisierung unseres Wassers. Wir entnehmen dem Wasser die Salzsäure, haben als Nebeneffekt, dass der Marmorturm uns den pH-Wert hebt. Das Gefährlichste an unserem Job in der Früh, und zwar hat der Kollege jetzt unter Atemschutz das Chlorgas gewechselt, hat jetzt gleichzeitig das dann geprüft mit dieser Ammoniaklösung. Das ist der Unterwassersauger, der wird über Nacht ins Becken reingestellt und saugt dann das Becken automatisch ab. Und in der Früh wird halt dann die Stellen noch abgesaugt, die Wasser dann über Nacht nicht ganz erreicht hat. Das ist sehr schwierig, weil doch das Becken ein bisschen verwinkelt ist.